So, muss ich hier reinsprechen, oder? Hallo. Ja. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht jetzt im Moment. Wenn ich in mich hineinhorche, merke ich, dass der Tag seine Spuren hinterlassen hat. Also die meisten von Ihnen kommen von weit her. Ich habe Kollegen gesehen aus der Schweiz, aus Österreich, und sie kommen auch zum Teil von weit her. Und diesen sehr anregenden Vorträgen zu folgen, war auch nicht so ganz ohne, auch wenn er so belebend war wie von Mark Jensen. Ja, das hat mich wieder ein bisschen rausgebracht. Und ich entnehme dem Programmheft, dass ich Sie jetzt erholen soll, dass ich also jetzt schauen soll, dass Sie wieder auf Vordermann kann. Machen wir mal Folgendes. Sind wir mal ein paar Sekunden still und horchen mal in uns hinein. Ja, das Gehirn hat ja gearbeitet, ist hellwach. Was sagt Ihr Körper? Ich weiß nicht, also wenn ich auf meinen Körper höre, was sagt er? Walter, du bist müde. Ja. Du bist erschöpft. Du bist schlapp. Ja. Du hast es verdient, da ein bisschen dich zu erholen. Ja. Und hören Sie mal, was Ihr Körper sagt. Und wenn Sie in Kontakt kommen mit Ihrem Körper, dann sind wir schon sehr weit gekommen, dann brauchen Sie nur noch alle Augen, über die Sie verfügen, schließen. Ja. Wenn Sie nur einschließen wollen, ist nicht schlecht, geht auch. Und dann machen wir etwas, was Hypnotherapeuten machen, wenn sie vor einer schwierigen Aufgabe stehen, so wie ich, dass sie nämlich das Problem zur Ressource machen. Deswegen bitte ich Sie einfach mal, müde zu sein. Richtig müde. Richtig müde zu sein, erlauben wir uns nicht oft. Müde zu sein hat so was Negatives. Aber jetzt hören Sie mal auf die Stimme der Müdigkeit. Und wenn Sie richtig hinhören, ist es ein anderes Hören als mit den Ohren, sondern es ist ein in Kontakt kommen mit Bereichen des Körpers, wo diese Müdigkeit Ihnen zeigt, wie erschöpft Sie sind. Und Sie brauchen jetzt gar nichts zu machen. Lassen Sie sich von Ihrer Müdigkeit einmal in die Hand nehmen und mal zeigen, wie erschöpft Sie in den Armen sind. Sie merken das besonders, wenn Sie ausatmen. Dann erhebt die Müdigkeit insbesondere den Zeigefinger und tippt auf die Arme und sagt, da bist du erschöpft. Und auch erschöpft sein ist etwas, was uns nicht so liegen sollte, was wir häufig negieren. Aber lassen Sie sich mal von der Stimme der Müdigkeit hinweisen auf die Bereiche, wo Sie jetzt erschöpft sind. In den Oberschenkeln zum Beispiel. Da ist viel Platz für Erschöpfung. Und die wird Ihnen jetzt gezeigt von der Müdigkeit. Und Sie brauchen nur den Bereich zu fragen, wie erschöpft seid ihr, liebe Oberschenkel? Und dann wird Ihnen die Antwort gegeben, die Sie gar nicht machen müssen. Die wird Ihnen gegeben von einer Instanz, die Sie bewusst gar nicht steuern müssten. Und wenn Sie hinhören zu den Oberschenkeln, dann bekommen Sie die Antwort in Form einer Erschöpfungsreaktion. Und die anderen Bereiche in Ihrem Körper, die auch diese Botschaft geben könnten, können zum Beispiel der Rücken sein. Es könnte der Magen-Bauch-Bereich sein. Und ich möchte Sie einladen, einfach mal der Müdigkeit die Aufgabe zu überlassen, Ihnen zu zeigen, welcher Bereich bei Ihnen jetzt erschöpft ist. Ist es das Gehirn? Und wenn Sie genau hinhören und geduldig sind und diesmal wirklich auf Ihren Körper hören, dann bekommen Sie auch die Antwort. Und diese Haltung, die Sie jetzt haben, auf die Antwort zu warten, ist eine gute Haltung. Denn die führt zu Veränderungen. Und wenn Sie mal den Bereichen der Erschöpfung den Raum geben, den die Erschöpfung auch braucht, wenn die Müdigkeit und die Erschöpfung mal wirklich Raum bekommt, dann kann eine Änderung auftreten von Instanzen, die das für Sie machen, ohne dass Sie es machen müssten. Allein hinzuspüren, zum Beispiel auf den Bereich, den Sie jetzt aussuchen, wo die Erschöpfung besonders stark ist, wird dazu führen, dass eine Veränderung auftritt. Das kann ein beginnendes, kaum wahrnehmbares Gefühl einer Lösung sein oder einfach eines sich fallen lassens oder eines Loslassens. Und wenn das auftritt, dann hat die Müdigkeit schon etwas für Sie erreicht. Und vielleicht gerade beim Ausatmen mal schauen, wie es in den Schultern, den Armen ist, wenn Sie da der Erschöpfung mal Raum geben. Wenn Sie diesen Bereich einmal ernst nehmen und damit vielleicht sich selbst ein bisschen ernster nehmen.
dann werden diese Erfahrungen der Gelöstheit vielleicht schon deutlicher werden. Und das kann dann wie eine Kaskade sein, dass plötzlich die Arme dazukommen, die auch dieses Loslassen beginnen, der Rücken, Oberschenkel, die Waden. Und dabei wird ein Raum aufgebaut, der alle diese Dinge zusammen integriert, zusammennimmt und dann so etwas wie ein Gelöstsein sich verbindet mit einem Empfinden von, wie eine Art von Erholung, die beginnt hinter dieser Erschöpfung. Wie die Erschöpfung etwas fordert, zu Recht für sie fordert, nämlich sich zu erholen. Und es ist so einfach. Sie müssen gar nichts tun, einfach spüren, wie beim Ausatmen sie noch mehr eintauchen in eine wichtige Seite des Erlebens, über das sie verfügen. Das eher oft auf einer unbewussten Ebene bleiben muss, wo riesige Reservoirs von Erholung sind, die vielleicht jetzt ein bisschen sich zeigen können. Und diese beginnende Erholung hat etwas sehr Erholsames, etwas sehr Regenerierendes. Und wenn Sie nur ein bisschen dabei bleiben, werden Sie merken, dass eine andere Veränderung auftreten in Ihnen. So als würden Sie, wenn Sie der Erschöpfung einmal Raum geben, Ihnen die Erholsamkeit zu geben, als würde dabei ein Raum entstehen, der etwas Befreiendes hat. Ein Loslassen können, der etwas Befreiendes hat. So als würde in Ihnen Raum geschaffen, der sich anbietet, andere Dinge aufzunehmen. So etwas wie ein Raum haben, befreit sein und dabei die Gelöstheit auf der muskulären Ebene vielleicht sich verbinden mit einer beginnenden Gelassenheit. Ein Loslassen können, sodass die Gelöstheit auf der körperlichen Ebene sich auf der seelischen Ebene als eine Gelassenheit darstellt. Und diese Gelassenheit erzählt Ihnen vielleicht eine Geschichte nicht in Worten, sondern im Erleben. So etwas wie diese Gelassenheit sagt, du hast Platz, du hast Raum in dir, viel Raum für Erholung, Regenerieren. Und später einmal jetzt beim Ein- und Ausatmen zu spüren, wie dieser innere Raum größer wird. So als könnte sich die Müdigkeit jetzt strecken und beim Strecken diese Erholsamkeit, dieses Regenerierende wieder spüren. Gelassenheit und eine Gelöstheit spüren und dieses sich befreit fühlen. Und was Sie jetzt erleben, das sind Sie. Das sind Sie, ist eine Seite von Ihnen, die zu Ihnen gehört. Eine Facette Ihrer Persönlichkeit, die da ist, die ganz real, die es gibt, Sie merken es jetzt. Und je mehr Sie auf Ihre Müdigkeit hören, je mehr Sie dieser Seite von sich Platz geben, umso mehr wird das auch Raum gewinnen in Ihrem Alltag natürlich. Gut. Und wenn Sie möchten, dann können Sie an dieser Stelle wieder alle Augen öffnen und sich irgendwie anders fühlen. So, wir haben über das Öffnen von Räumen gesprochen. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass gleich Sekt ausgeschenkt wird. Und darf auch die Richtung vorgeben. Es findet sich da draußen. Dankeschön.